Was hier über den Laufsteg getragen wird, das ist blau in der Spitze. Die Münchner Designerin Irene Luft brachte ihre Modelle auf den Laufsteg der Berliner Fashion Week und damit auf den Hauptschauplatz der größten Modemesse unseres Landes. Irene Luft spielt in der Winterkollektion 2011-2012 wieder mit vertrauten Elementen wie gelegten Falten der femininen Silhouette und interpretiert diese neu und modern. Kurz und knapp könnte man sagen, die Blauner Spitze kehrt mit der Umsetzung zurück zu ihren Wurzeln. Wir sind halt auf der Suche nach der modernen Linie der Blauner Spitze. Und ich denke, dass einmal die Heimwechseln das beweisen und zum anderen jetzt auch die Modekollektion. Ich denke, hier können wir beweisen, dass es nicht altbacken ist und dass wir auf dem richtigen Weg sind, das Image der Marke auch wieder dorthin zu heben, wo es hingehört. Das scheint auf den Laufstegen der Welt zu sein. Gerade bei der Kollektion von Irene Luft wurde die Designerin durch die Geradlinigkeit des Bauhauses und dem Verspielten des Jugendstils inspiriert, so sagt die Münchnerin selbst. In der Kollektion finden sich dekorative und geschwungene Linien, Nähte und Flächen entlehnt aus dem Jugendstil, welche der Schmucklosigkeit des Bauhauses entgegengesetzt werden. Kontraste, die sich gut verbinden und dem Berliner Publikum gefielen. Blaue Spitze für die Damenwelt, nur eine neue Variante, um die Marke wieder fest in der Modewelt zu etablieren. Wir haben auf mehreren Ebenen im modischen Bereich Entwicklungen laufen. Hier ist es halt sehr repräsentativ, weil wir im modischen Top-Level einfach mal was präsentieren, was es so bisher noch gar nicht gab. Das hat Image-Charakter. Hier werden ja auch nur Einzelstücke in Folge dann gefertigt. Die Modebranche als solche ist eigentlich unser Hauptfokus. Wir bewegen uns dort in zwei Bereichen. Einmal im hochwertigen Premium-Segment. Hier werden sehr hochwertige Materialien, teure Materialien, auch großflächig eingesetzt. Das zweite Segment ist die Made in Germany-Kollektion, die eigentlich so eine Alltagstauglichkeit auch rüberbringt. Die fertigen wir mit unseren Konfektionspartnern in Deutschland und dort wird natürlich auch auf Stückzahlen geachtet, sonst das brauchen wir auch für den Umsatz. Um den geht es ja schließlich. Neue Bereiche erobern oder vielleicht besser zurückerobern. Weg vom Oma-Decken-Image und hin zur eleganten und exklusiven Abendmode. Die Reaktionen in Berlin auf die Modepräsentation der Blauner Spitze bei der Fashion Week waren vor allem eines. Überraschend erstmal, weil es niemand vermutet, dass Blauner Spitze auch jetzt in Mode so erfolgreich schon ist und dass es halt bereits so weit gediehen ist, dass es auf der Fashion Week mit den anderen Labels überall mithalten kann. Die Hersteller der Blauner Spitze bezeichnen die Zusammenarbeit mit der Münchner Designerin als so wörtlich angenehm und zielführend. Das spiegelte sich auch in der Präsentation der Mode wider. Junges Design trifft auf eine Traditionsmarke. Ein Zusammenspiel, das hoffentlich keine einmalige Sache bleibt.